Von, wach auf, sagte Dad, als er mich wachrüttelte. Ich öffnete meine Augen und versuchte, mich auf die Uhr an meinem Handgelenk zu konzentrieren. Es war 5 Uhr morgens. Warum weckte mich Dad um diese Zeit? Was ist los? Fragte ich genervt. Ich setzte mich auf und beobachtete das Zimmer. Neben meinem Vater und meiner älteren Schwester Desiree standen 2 Männer. Was ist hier los, Dad? Und wer sind diese Leute? Hör zu, Von, ich weiß, dass die Dinge seit dem Tod deiner Mutter nicht gut gelaufen sind, aber wenn du diesen Weg weitergehst, wirst du im Gefängnis oder tot sein. Du weißt, dass ich dir nie wehtun würde, aber es muss getan werden. Oh, bitte, Dad, erspar mir die, das wird dir mehr wehtun als mir, Rede. Wenn du willst, dass ich gehe, dann gehe ich einfach, sagte ich, während ich aufstand. Dad legte seine Hand über sein Gesicht und weinte, während Desiree versuchte, ihn zu trösten. Die Fremden zogen mir einen schwarzen Kopfkissenbezug über den Kopf und schleppten mich aus dem Haus, als stünde ich auf der Most Wanted-Liste und luden mich in ein Fahrzeug. Wenn mein Dad mich nicht wollte, dann wollte ich ihn auch nicht. Hi, mein Name ist Von. Habt ihr unseren Kanal schon geliked und abonniert? Und was ist mit dieser Benachrichtigungsglocke? Habt ihr sie schon betätigt? Wenn nicht, worauf wartet ihr dann noch? Lasst es uns heute noch erledigen. Vor ein paar Jahren ist meine Mutter verstorben und seitdem ist mein Leben nicht mehr dasselbe. Meine Mutter verstand mich, während mein Vater mich immer nur kritisierte. Ich versuchte nicht zu Hause zu sein, wenn er da war. Ich fing an, die Schule zu schwänzen, mit den falschen Leuten abzuhängen, lief für etwa 2 Wochen weg. Ich ließ sogar einige meiner Freunde zu mir kommen, während Dad nicht zu Hause war. Sie stahlen etwas Bargeld und Schmuck, darunter auch die Uhr, die Mom ihm zu ihrem 15. Hochzeitstag geschenkt hatte. Nach einer langen, holprigen Fahrt kamen wir zum Stehen. Ich hörte, wie die Tür aufging und ein Mann zog mir den Kopfkissenbezug vom Kopf. Aber hallo, mein Sohn, schön, dass du zu uns kommst. Willkommen in der St. Augustine School für problembehaftete Jungen. Mein Name ist Sean Chase und ich bin der Direktor der Schule. Ich hoffe, dass du einen angenehmen Aufenthalt bei uns hast. Ich sah mich um. Wir befanden uns nicht mehr in der Zivilisation und der unbefestigte Weg war der Beweis dafür. Ich schaute mich um und sah etwa 15 Jungen auf dem Feld arbeiten. Mr. Chase rief: Hey, Jungs, warum kommt ihr nicht und begrüßt den neuen Jungen? Die Bewegungen der Jungen schienen langsam und unsicher zu sein, als sie sich auf mich zubewegten. Ihre Augen sahen eingefallen aus und unter ihnen befanden sich schwere, dunkle Säcke. Ihre Kleidung war schmutzig und löchrig. Einige Jungen trugen weiß, während andere rot gekleidet waren. Sie schüttelten mir alle die Hand, einige freundlicher als andere, bevor sie sich wieder ihren Aufgaben zuwandten. Mr. Chase rief einem Mitarbeiter zu: Bringen wir ihn ins Bett und kleiden ihn ein, damit er den Tag beginnen kann. Ich gewöhnte mich schnell an die zermürbende Routine in der Schule. Der Tag begann normalerweise um 5 Uhr morgens und alle Jungen versammelten sich im Speisesaal zum Frühstück. Nach dem Aufräumen begann der Unterricht um 7 Uhr, dann kam der Teil des Tages, den die Jungen fürchteten, die Leibesübungen. Auf der Rückseite der Schule befand sich ein steiler Hügel, der eingezäunt war. Sie gaben dem Hügel den Spitznamen El Diablo. Jeden Morgen bekam jeder Schüler einen 20 Pfund schweren Sack Reis, mit dem er 15 Runden den Hügel rauf und runter laufen musste. Danach folgten zahlreiche Übungen wie lange Läufe, mit einem LKW-Reifen den Hügel hinauf und hinunterstürmen, Ausfallschritte, Liegestütze, Wandsitz, bis die Beine oder die Lunge brannte. Das Personal der Schule genoss es, uns zu verspotten und zu verhöhnen. Als ich einmal bei einem der langen Läufe hinfiel, forderte Mr. Quentin, ein Mitglied des Personals, die anderen Jungen auf, mir zu helfen. Sie hielten meine Beine fest und schleppten mich bis zur Ziellinie und hörten nicht auf, egal wie sehr ich sie anschrie, es zu tun. Nachts, wenn die Jungen allein waren, sprachen sie über das Grauen, das innerhalb der Mauern der Schule geschah. Jungen, die versuchten wegzulaufen, wurden im Schrank eingesperrt und manchmal gefesselt und angekettet. Ich dachte, sie würden sich das ausdenken, bis ich die Spuren an Antonios Hand und Fußgelenken sah. Jeden Tag konnte man sich bis zu 3 Punkte verdienen. Man brauchte 60 Punkte, um nach Hause zu kommen. Andere Jungen, die vom Personal bevorzugt wurden, durften nach Hause kommen, Filme ausleihen und sogar auf dem Feld Sport treiben. Die Eltern durften ohne Erlaubnis nicht zu Besuch kommen. Diejenigen, die nach Hause gehen dürfen, warum sagen sie ihren Eltern nicht, was hier wirklich los ist? Fragte ich.
Weil Mr. Chase mit ihnen zu ihren Familien geht, da es nur ein Nachmittagspass ist. Während ich in der Schule war, freundete ich mich mit einem Jungen namens Barry an. Er war ein bisschen pummelig und kam ungefähr zur gleichen Zeit wie ich in die Schule. Heute Abend hatten Barry und ich mit ein paar anderen Dienst in der Küche. »Ah, ich bin erschöpft. Ich kann es kaum abwarten, ins Bett zu gehen«, sagte ich zu Barry, während wir das schmutzige Geschirr in die Spüle stellten. »Ich verstehe nicht, warum Mr. Chase das Bedürfnis hat, uns zu trainieren, als wären wir Gladiatoren. Alles, was wir tun, ist Training und Arbeit.« Als wir zurück in den Speisesaal gingen, sah ich eine Frau um die Ecke biegen. Ich spürte, wie mir die Kinnlade herunterfiel. »Mama?« Ich rannte ihr entgegen, aber als ich an der Ecke ankam und den Korridor hinunterschaute, war niemand da. Ich ging verwirrt zurück in den Speisesaal. »Was war das denn?«, fragte Barry. »Ich dachte, ich hätte meine Mom gesehen.« »Aber ist deine Mom nicht tot?«, fragte Barry zögernd. »Ich weiß, aber die Person sah genauso aus wie sie.« »Ich glaube, du halluzinierst, Bruder. Du bist nur müde und überanstrengt. Du kannst die Toten nicht wieder zum Leben erwecken. Du wirst dich morgen früh besser fühlen, nachdem du dich ausgeschlafen hast.« Am nächsten Tag fühlte ich mich nicht besser. Ich schaute immer wieder über meine Schulter, um zu sehen, ob ich die Frau wiedersehen konnte, aber sie war nie da, obwohl ich das Gefühl hatte, dass mich immer jemand anstarrte. Vielleicht war es meine Mutter, die mich wissen ließ, dass sie bei mir war. Nach 4 Wochen konnte ich tagsüber kaum noch die Augen offen halten und die älteren, größeren Jungen nutzten die Schwächeren aus. Manchmal stahlen sie uns unsere Mahlzeiten und sprangen uns bei jeder Gelegenheit an. Das Personal drückte ein Auge zu und Mr. Chase sagte, dass Jungs nun mal Jungs sind. Ich wollte meine Freiheit zurück und es war mir egal, was ich tun musste, um sie zu bekommen. Mr. Chase nahm ein paar von uns mit, um bei der Rodung von Land zu helfen, einen Zaun zu errichten und ein altes Holzhaus zu restaurieren. Nach 3 Wochen war es endlich an der Zeit, zurück zur Schule zu fahren. Als wir in den Van stiegen, bemerkte ich das Telefon von Mr. Chase auf dem Sitz. Ich hob es schnell auf und steckte es in meinen Schuh. Die Fahrt zurück zum Camp war die längste Fahrt, die ich je hatte. Meine Handfläche war schweißnass und mein Herz fühlte sich an wie ein verängstigter Vogel, der versucht, aus seinem Käfig zu entkommen. Ich wusste, dass ich ruhig bleiben musste, sonst würde man mich erwischen. Ich atmete erleichtert auf, als wir in der Schule ankamen. Mr. Chase sagte uns, wir sollten die Werkzeuge zurück in den Schuppen packen. Als alle aus dem Schuppen waren, schaltete ich das Telefon aus und schob es zwischen 2 Dielen. Während des Abendessens bemerkte Mr. Chase, dass sein Telefon fehlte. Das war der Zeitpunkt, an dem die Dinge in der Schule eine Wendung zum Schlechten nahmen. Jeder Raum wurde durchsucht, jeder Junge wurde einzeln in ein Zimmer gebracht und von Mr. Chase durchsucht. Die 20 Jungen, die mit Mr. Chase das Haus restauriert hatten, wurden herausgesucht und in rote T-Shirts gesteckt. »Ich weiß, dass einer von euch weiß, wer der Übeltäter ist. Diese Schule wird nicht ruhen, bis das Telefon gefunden ist«, knurrte Mr. Chase. Die Nächte waren nicht mehr zum Schlafen da. Wir machten sowohl nachts als auch tagsüber Übungen, sogar im Regen. Ein paar der Jungs wurden krank, aber Mr. Chase trieb uns weiter an. Das Essen war jetzt rationiert und durch den Schlafmangel und die Dehydrierung fielen die Jungs um wie die Fliegen. »Ich habe es satt«, sagte Victor, während er seinen Teller gegen die Wand warf. »Wer auch immer Mr. Chase Telefon genommen hat, muss es zurückgeben.« »Wir wissen, dass es einer von euch Punks ist, der das Haus restaurieren sollte. Wer von euch ist es?«, fragte James. »Es muss Wonne sein. Er war die letzte Person im Truck«, fügte Antonio hinzu. »Warum sollte ich ein Telefon wollen? Wen soll ich denn anrufen? Meinen Vater, der mich in diesem Höllenloch abgesetzt hat? Nein, danke«, rief ich wütend. Der Kampf brach im Speisesaal aus. Alle Jungs wurden in dieser Nacht gefesselt und mit Handschellen versehen. Im Laufe der Nacht rief uns Mr. Chase einen nach dem anderen in sein Büro. »Von, wenn du weißt, wer mein Telefon gestohlen hat, solltest du es mir sagen.« »Mr. Chase, ich weiß nicht, wer ihr Telefon gestohlen hat.« Ich blickte ihn direkt an. »Bist du sicher? Denn ein paar von den Jungs denken, dass du das Telefon gestohlen hast.« Ohne zu zögern, antwortete ich, »Und was würde ich mit einem Telefon machen? Wen würde ich anrufen? Seit ich hier bin, habe ich nicht einmal einen Brief an meine Familie geschrieben.« Es stimmte, ich hatte weder einen Brief geschrieben, noch jemandem gesagt, dass ich mein Zuhause vermisste. Aber das lag nicht daran, dass ich nicht schreiben wollte, ich wusste nur nicht, was ich sagen sollte.
Ich seufzte schwer. Ich weiß, ich sollte das nicht sagen, aber ich denke, es ist Barry. Mr. Chase und ich beendeten das Gespräch und ich wurde entlassen. Nach der Befragung sagte Mr. Chase, er wisse, wer das Telefon gestohlen habe, aber bis er das Telefon in der Hand habe, gehe die Bestrafung weiter. Am nächsten Tag, während die anderen Jungs und ich auf dem Feld arbeiteten und Übungen machten, ließ das Personal Barry sitzen und zusehen. Barry bekam auch die besten Mahlzeiten, während wir Bohnen und Reis bekamen. In den folgenden Tagen bemerkte ich Barry mit schwarzen und blauen Augen, aber ich wollte nicht gestehen, was ich getan hatte. Ich wollte raus und wenn das bedeutete, jemanden unter den Bus zu werfen, so sei es. Eines Nachts, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass alle schliefen, schlich ich mich in den Geräteschuppen. Ich quetschte meine Hand zwischen die Bodenbretter und griff mit den Fingern nach dem Telefon. Ich staubte es ab und betete, dass es noch etwas Akkulaufzeit hatte. 10% reichten aus, um die Polizei anzurufen und sie wissen zu lassen, was hier wirklich vor sich ging. Als ich mich umdrehte, um den Schuppen zu verlassen, stand Barry dort und bewachte die Tür. Also, du warst es wirklich die ganze Zeit? Ich habe 2 Wochen damit verbracht, mir wegen dir den Wind aus den Segeln nehmen zu lassen. Ich dachte, wir wären Freunde. Er ging langsam auf mich zu. Ich musste tun, was ich tun musste, Barry. Ich bin nicht hergekommen, um Freunde zu finden. Verschwinde! Als er sich weigerte, schubste ich ihn und er stolperte rückwärts und landete zwischen den Schaufeln und den Schubkarren, die die Mauer säumten. Ich stürmte aus dem Schuppen und ging auf den Zaun zu. Ein paar Sekunden später hörte ich Barry, der alle alarmierte. Ich kletterte über den Zaun und rannte den Feldweg hinunter. Ich rief die Polizei an und sagte ihnen, dass ich in der Schule als Geisel festgehalten wurde und gerade entkommen war. Die Polizei fragte mich nach meinem Standort und ich sagte ihnen, dass ich gerade die Straße entlang laufe, die zur Schule führt. Sie sagten mir, ich solle bleiben, wo ich sei, aber wie konnte ich das? Ich wusste, je länger ich das Telefon behielt, desto leichter war es für Mr. Chase, mich aufzuspüren. Ich beschloss, noch einen Anruf zu machen. Hi, Dad? Von? Ich habe nicht viel Zeit, aber ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid. Das Telefon war aus. Verdammt! Ich warf das Telefon gegen die Bäume, die die Straße säumten. Ich hörte Lastwagen, die sich näherten und Rufe von vertrauten Stimmen. Sofort flüchtete ich in die Bäume. Ich blickte zurück und bemerkte Taschenlampen, die auf mich zuhielten. Ich betete, dass die Polizei mich finden würde, bevor sie es taten. Aus dem Wald hörte ich Sirenen und ich rannte auf sie zu. Mir wurde langsam schwindelig, aber ich musste wachsam bleiben. Ich erreichte den Feldweg, aber ich war zu spät. Das Polizeiauto rauschte vorbei. Ich versuchte, hinter dem Auto herzulaufen und zu winken, aber sie waren schon zu weit weg. Jemand packte mich am Arm. Du kleiner Dieb, ich kann es kaum erwarten, zurück in die Schule zu kommen, um ein Exempel an dir zu statuieren, zischte Mr. Chase. Ein paar Sekunden später fuhr ein Van vor und Herr Chase versuchte, mich in den Van zu zwingen. Plötzlich hielt ein anderes Fahrzeug an und die Scheinwerfer waren direkt auf uns gerichtet. Ich hörte, wie sich eine Tür öffnete. Okay, Mr. Chase, legen Sie die Hände auf den Kopf und treten Sie von dem Jungen weg. Das konnte doch nicht sein. Die Person kam auf uns zu. Mom? Ich spürte, wie ich auf die Knie fiel. Dann wurde die Welt schwarz. Ich wachte auf, als ich ein Piepen hörte und vertraute Stimmen um mich herum. Er ist wach, rief Desiree aufgeregt. Hey, Von, du hast uns einen ziemlichen Schrecken eingejagt, sagte Dad und drückte sanft meine Schulter. Dann fiel mein Blick auf ein Gesicht, von dem ich nicht dachte, dass ich es jemals wiedersehen würde an der Seite meines Krankenhausbettes. Hey, Baby! Mom beugte sich vor und umarmte mich fest. Als wir uns schließlich voneinander lösten, sah ich sie an. Ist das echt? Bin ich auch tot? Nein, Baby, du bist sehr lebendig und ich auch. Aber wenn du die ganze Zeit am Leben warst, warum hast du uns dann glauben lassen, du wärst tot? Nun, als mein letzter Undercover-Fall in die Hose ging und dein Vater Morddrohungen bekam, dachte ich nur darüber nach, wie ich die Menschen, die ich liebte, am besten in Sicherheit bringen konnte. Als ich vor 3 Jahren undercover in der Schule arbeitete, hätte ich nie erwartet, dass du dort sein würdest, Von. Es tut mir so leid, dass du das alles mitmachen musstest, aber mir waren die Hände gebunden. Heißt das also, dass du und Dad wieder zusammenkommen? Fragte ich und schaute hoffnungsvoll zwischen den beiden hin und her. Nun, mein Sohn, sagte Dad, konzentrieren wir uns erst einmal darauf, dass es dir besser geht, okay? Mom hielt uns über alles auf dem Laufenden, was in der Schule passierte. Gegen die Schule wird derzeit ermittelt, nachdem Anschuldigungen von den 60 Schülern, die sich in der Schule aufhielten, eingegangen sind.
Mr. Chase wurde wegen Kindesmissbrauchs und Fahrlässigkeit angeklagt und erhielt eine Kaution von $100.000. Ich habe gegen Mr. Chase ausgesagt, weil ich nicht zulassen kann, dass ein anderer Junge die Qualen durchmachen muss, die ich durchgemacht habe. Diese Erfahrung hat mein Leben verändert. Ich bin jetzt in einem Big Brother-Programm, das Jungen hilft, die durch die Maschen rutschen.